Ja, Bobo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ich bin müde, aber ich habe einen Auftrag entgegengenommen und den möchte ich auf jeden Fall lösen. Und zuallererst werden wir hier mal den Typen fragen, der so unschuldig da an der Tür hockt. Beste Grüße. Probleme mit Wilderern? Was denkst du über all die Wilderei die letzte Zeit? Was soll ich schon davon halten? Wenn sie dir jemals schnappen, lässt Herr Divish ihnen bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Aber dafür müsst unser Meisterjäger aus härterem Holz geschnitzt sein. Ist der Jägermeister der Aufgabe nicht gewachsen? Meinst du, Nikolas ist gegen sie machtlos? Ein Meisterjäger, der Wilderer in seinem Forst rumrennen lässt? Unfähig. Der konnte ja nicht mal vereiteln, dass die dem den Hirschkopf an sein Haus hängen. Stimmt. Ja, okay, ich geh da mal. Hab Dank, Schankwirt. Wegen der Wilddiebe. Hab gehört, ihr habt ein Wilderer-Problem in den Wäldern. Nicht nur in den Wäldern. Erst neulich haben die einen Hirschschädel an die Hütte des Jägers gehängt. Ganz schön dreist von denen. Oh ja. Im Dorf gehen Gerüchte um, dass ihn irgendeiner zur Weißglut bringen will. Könnte es jemand von hier gewesen sein? Glaubst du, es war jemand von hier? Weiß ich wirklich nicht. Man hört so einiges. Die einen sagen, Hanneken Hase sei zurück. Die anderen reden von Thomas von den Bädern. Sie würden schwören, dass er die Finger im Spiel hat. Und was denkst du? Könnte jeder gewesen sein. Gibt einige, die es auf Nikolas abgesehen haben. Und wer weiß, was die Nachbarn bei Nacht treiben. Was ist so verdächtig an diesem Thomas? Bloß, dass er rotzevoll war und damit geprahlt hat, dass er Rotwild aus dem Wald mitbringen wird. Thomas, so. Ein Hirschschädel an die Hütte des Jägermeisters zu hängen, ist gewagt. Wozu das Risiko eingehen? Vielleicht wollten sie Nikolas zeigen, dass er ihnen nicht gewachsen ist. Da haben sie nicht Unrecht. Er ist nicht der beste Jäger. Was kannst du mir über Hanneken Hase erzählen? Erzähl mir von Hanneken Hase. Vor langer Zeit war er hier der Meisterjäger. Aber dann hat ihn Nikolas des Mordes beschuldigt und er musste das Weite suchen. Hat ihn den Posten und natürlich Margit gekostet. Bist du nicht Margit? Redest du von dir in der dritten Person? Nikolas und der Hase. Was ist zwischen dem Hasen und Nikolas vorgefallen? Die zwei konnten sich von Anfang an nicht leiden. Tja, und die Sache mit Margit hat sie gegeneinander aufgebracht. Aber außer Kontrolle geriet es vor 15 Jahren, als Herr Heinrich von Leipert zu Besuch kam. Herrn Hanuschs Vater? Genau. Es gab zu seinen Ehren ein Festmahl in der Burg. Und am Morgen wurde eine von Heinrichs Wachen im Graben gefunden. Genickbruch. Tja, Nikolas hat dafür gesorgt, dass die Schuld auf Hanneken Hase fällt. Das Ganze heißt natürlich Hasenjagd. Nö, also eigentlich ist es schon ziemlich logisch. Nikolas Anschuldigung. Wie schob Nikolas dem Hasen die Schuld in die Schuhe? Er war schon immer ein Lügenbold und die Umstände spielten ihm in die Hände. An jenem Abend gab's eine Rauferei zwischen dem Hasen und der Wache. Fäuste sind geflogen. Herr Divish wollte kein böses Blut mit Herrn Heinrich, also hat er versucht, das schnellstmöglich zu klären. Und der Hase hat den Kürzeren gezogen. Und was geschah mit dem Hasen? Das ist es ja. Keiner weiß das so recht. Die haben ihn in den Kerker geworfen. Aber als man ihn am nächsten Morgen holen wollte, war er weg. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Ist logisch, dass er jetzt Rache will. Wie war das genau mit dieser Margit? Ihr alter Herr hat sie Hanneken versprochen. Sie schienen gut zusammenzupassen. Tja, und Nikolas konnte das nicht verkraften, also hat er gehandelt. Finde heraus, ob Margit etwas über Hanneken weiß. Ich würde gern noch Was kannst du mir über Hanneken Hase erzählen? Erzähl mir von Hanneken. Vor langer Zeit war er hier der Meisterjäger. Achso, das kennen wir schon. Ich würde gern noch Thomas von den Bädern. Warum verdächtigen die Leute Thomas von den Bädern? Ach, er hat bloß in der Schenke große Töne gespuckt, dass er den Mädchen im Dorf ein Festmahl bereiten will. Rotwild fürs Freiwild. Und hat er? Wohl kaum. Große Klappe und nichts dahinter. Wenn du mehr wissen willst, frag meinen Gatten, den Wirt. Ich war an jenem Abend nicht da. Okay, das wäre alles. Das ist alles. Gott behüte dich. Ach nee, du heißt Martha. Ne, so ähnlich. Thomas von den Bädern.
Ich habe gehört, Thomas von den Bädern hat hier geprahlt. Hat er. Er und Jan Pfeiffer haben geprahlt, was sie den Dorfpüppchen nicht für ein Festmahl bereiten würden. Dass es Rehbraten gäbe und genug Bier, um da einen Fluss mitzufüllen. Und ein paar Tage drauf kommen sie her und kaufen mir ein paar Fässchen Bier ab. Haben Sie noch etwas gesagt? Haben Sie sonst noch etwas gesagt? Nicht wirklich. Bin ihn angefahren, er soll's Maul halten, bevor ihn noch einer hört und es Ärger gibt. Und was hat er geantwortet? Nichts. Der hatte mehr Fusel im Leib als der ganze Weinkeller der Burg. Hat bloß gerülpst und ist unter den Tisch gerutscht. Pfeiffer hat den Gott sei Dank mitgenommen. Glaubst du, er hat's getan? Denkst du, es war im Ernst damit? Wohl kaum. Der ist bloß ein Maulheld. Gut. Ich frage ihn am besten selbst. Mach das, aber glaub nicht die Hälfte von dem, was er sagt. Okay, aber wer ist Jan der Pfeiffer? Und wer ist Jan der Pfeiffer? Toms bester Kumpel. Ein netter Kerl. Man nennt ihn Pfeiffer, weil er überall, wo er hingeht, auf seiner Pfeife spielt. Wo finde ich ihn? Höchstwahrscheinlich im Steinbruch. Er hilft dort aus, um über die Runden zu kommen. Okay. Die Leute erwähnten ein Haneken Hase. Ach, gütiger Gott. Die Leute hier schwafeln, glaubt nicht so viel von dem, was sie daherreden. Weißt du, wir sind hier am Arsch der Welt. Die wollen alles nur ein bisschen aufpeppen. Hab Dank. Ja, gut. So, dann gucken wir mal, was die anderen zu sagen haben. Das Badershaus ist auch hier irgendwo in der Nähe gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere. Hallo? Du. Guten Tag. Probleme mit Wilderern? Ich möchte etwas über die Wildererbande in Erfahrung bringen und dich etwas fragen. Dann frag, hab nicht den ganzen Tag Zeit. In der Schenke hast du gesagt, du würdest losziehen und wildern. Mir kam zu Ohren, dass du in der Schenke posaunt hast, du wolltest wildern gehen. Keine Ahnung, wer du bist, aber pass auf, was dir da aus dem Maul fällt. Das tue ich. Also, was ist da vorgefallen? Nichts, bloß süffiges Gerede. Bin sauer geworden und hab Müll rum erzählt. Hab nichts davon so gemeint. Ach ja? Nun, das wird sich zeigen. Jagdtrophäen. Also, behauptest du nicht gewildert zu haben? Wie oft muss ich's noch erklären? Hab in meinem Leben nicht mal einen Karnickel geklaut. Hab bloß in der Schenke angegeben. Wie erklärst du dann, dass ich Geweihe in deinem Schuppen entdeckt habe? Ich? Nun, Komm schon, raus mit der Sprache. Also schön, aber zieh mich bloß nicht in irgendwas rein. Rede und ich lege vielleicht ein gutes Wort für dich ein. Na gut, ich hab ein totes Reh dahin geschleppt, aber ich hab's nicht erlegt. Hab's bekommen. Nicht sehr glaubwürdig. Ehrlich, ich verscheiße dich nicht. Hab den Wilderer beim Häuten ertappt. Und wer war dieser Kerl? Weiß ich nicht. Wenn du es mir nicht sagst, habe ich keinen Grund, dir die Geschichte abzukaufen. Na schön. Es war ein Köhler, hab ihn Kohle zur Schmiede schleppen sehen. Der Kerl heißt Radan. Hier in der Gegend gibt es ziemlich viele Köhler. Der kommt von den Meilern südlich von hier. Wenn du dem Bachstrom aufwärts folgst, findest du ihn. Das hoffe ich für dich. Denn wenn ich rausbekomme, dass du mich verarscht hast, gehe ich geradewegs hoch zur Burg. Ich sag die Wahrheit, ich schwör's. Bestimmt findest du ihn dort. Wird sich zeigen. Oh Gott, so viele Ziele. Los jetzt. Ja, ist ja gut. Oh. Ferdinand, da bist du ja. So, wir wollen vorher aber noch extra dahin. Wir müssen nämlich noch hier Jan der Pfeiffer ausquetschen. Kacke? Scheiße. Was zum... Guten Tag. Wie kann ich helfen? Probleme mit Wilderern. Ich müsste dich etwas zu den Wilderern fragen. Was? Mich? Warum um Himmels Willen? Gerüchte in der Schenke. Es heißt, ihr hättet im Wirtshaus angegeben. Wir hatten alle ein paar Bier und haben irgendeinen Mist geredet. Also hast du nicht mit Thomas gewildert? Gott, nein.
wird uns nicht im Traum einfallen. Thomas ist zwar ein Spinner, aber ich bin noch bei Verstand. Na gut. Hast du nochmal Glück gehabt. Wieso bist du immer noch verdächtig? Ich muss erst schlafen gehen. Bisschen Leben wiederherstellen. Das war knapp. Fast wäre ich verreckt. Ja, wer denkt doch daran, dass er einfach umkippt? So, wir warten einfach, bis es Nacht wird. Gut, viel Gesundheit kriege ich jetzt nicht dadurch. Aber besser als gar nichts, nicht wahr? Und dann schläft unser Dude und wir können ihn beklauen und gucken, ob er noch irgendwas am Start hat. Aber ein bisschen bin ich noch verletzt. Schläft er gar nicht hier? Okay, der schläft da. Dann müssen wir uns jetzt beeilen. Es wird nämlich fast schon Tag. Alter, springt er einfach rüber, Mann. Wahrscheinlich bin ich genau auf seinem Schlafplatz gewesen. Jetzt muss er woanders schlafen. Das wäre genau mein Glück. Da fällt mir ein, ich hatte, glaube ich, noch einen Trank. Warst du das? Nach 5 Minuten hat deine Gesundheit wieder das Maximum erreicht, dein Kater ist verschwunden. Achso, anwenden ist das. Ah, ich will das hier essen. Ja, sehr schön. Gesundheit steigt. So, ich möchte hier aber rein. So, welche Anhaltszeichen für wild? Nö. Na gut. Soll ich ihn einfach töten? Die Questmarkierung ist aber noch da. Ich will doch nur, dass die Questmarkierung verschwindet. Verdammt. So, ich darf natürlich nicht auffallen und deswegen. Weg damit. Nehme ich mal die Fackel in die Hand. Gut, die Questmarkierung wird wahrscheinlich bleiben. Hallo. Ignorieren wir die Questmarkierung. So, es wird eh fast Tag und ich kann ja warten, ne? Was haben wir hier? Finde heraus, ob Margit etwas über Haneken Hase weiß. Okay. Gut, dann warten wir hier. Oh, Essen aus eurem Töpfchen. Fackel kann weg. Jetzt pisst das auch noch. Ich glaub's nicht. Ich würde dich gerne etwas über Haneken Hase fragen. Ich wüsste gerne etwas über den Hasen. Tut mir leid, aber darüber will ich wirklich nicht reden. Aber alle Spuren führen zu dir. Immer, wenn ich mit jemandem über den Hasen gesprochen habe, kam das Gespräch auf dich. Aber ich... Dich trifft keine Schuld, willst du sagen? Ich würde dir gerne glauben, aber du weißt mehr, als du zugibst.
Ich muss die ganze Geschichte hören. Ich sage gar nichts, du Ratte. Das geht dich nichts an, verflucht. Beruhige dich. Das genügt mir. Ich würde gerne etwas über die Wilddiebe erfahren, die hier die Wälder unsicher machen. Es gibt Fragen, die bleiben besser unbeantwortet. Aber geh zu Olena, wenn du Mumm hast. Das alte Klatschweib wird dir mehr sagen, als du wissen willst. Schon wieder Olena? Ah, die weiß einiges, ne? Olena, ich kenn dich doch. Das D wird niemals verschwinden, Freunde. Es wird immer bleiben. Hab ich so das Gefühl. Habe ich überhaupt den richtigen getötet? Ja. Sprich mit Jan der Pfeiffer. Na gut. Da sehen wir uns wieder. Ich hörte, hier gäbe es Wilddiebe. Mir kam zu Ohren, dass es hier Wilderer gäbe. Wenn's nur Wilderer wären. Aber dieser Hexerich Hase, das ist der, der hier wütet. Ich hab's damals schon gesagt und würd's wieder sagen. Wir sind auf Rache. Erzähl mir von Hanneken Hase. Erzähl mir von diesem Hanneken Hase. Ach, das ist alles Jahre her. Eines Tages ist er hier aufgetaucht und keiner wusste so recht, woher. Oben bei der Burg hat er behauptet, sein Vater wäre ein Blaublüter. Also haben sie ihn zum Jägermeister gemacht und ihm Margit als Weib versprochen. Einer hätte wissen können, dass er ein Hexerich ist. Wieso soll er ein Hexer sein? Wieso wird er für einen Hexer gehalten? In den Wäldern hat er sich einfach in Luft aufgelöst. Er ist vor den Augen von Leuten verschwunden. Und ich habe gehört, dass er angeblich mit Tieren geredet hat. Du hast so einiges gehört. Das hört sich nicht sonderlich überzeugend an. Weil du seine Schießkünste nicht gesehen hast. Das war unnatürlich, was der mit seinem Bogen veranstaltet hat. Es heißt, er hätte seine Seele dafür verkauft. Aha. Wie war das mit Margit? Ich bin keine Klatschbase, aber in jüngeren Jahren war sie unstet. Nie konnte sie sich entscheiden, welchen sie nun haben wollte. Den Hasen oder Nikolas. Also hat das Schicksal entschieden. Was meinst du? Was ist mit dem Hasen passiert? Oh, das war vielleicht was, das sag ich dir. Herr Heinrich von Leipa war zu Besuch auf der Burg. Tja, und der Hase dreht seinem Wachmann mit bloßen Händen das Genick um. Natürlich haben sie ihn erwischt. Aber wie behält man schon einen Hexenmeister hinter Schloss und Riegel? Gar nicht. Und so ist die Teufelsbrut entkommen. Ganz schön verrückte Geschichte. Ach komm, Wolfsszene bei Kumanen, Hase, der irgendeinem Wachen einfach die... So Schwachsinn. Warum hat der Hase den Mann getötet? Warum hat er den Mann ermordet? Das weiß keiner und das wird wohl so bleiben. Aber es heißt, der Hase war vom Teufel besessen. Es war Vollmond, weißt du? Ach Gott, kann das jemand bezeugen? Hat irgendjemand den Mord beobachtet? Denke schon, sonst wüssten die ja kaum, wer es war, oder? Hm, da ist was dran. Okay. Es gibt dann noch etwas, das ich wissen will. Klingt mir eher nach einer Märchengeschichte. Hat denn irgendjemand diesen Hanneken Hase zu Gesicht bekommen? Es scheint, als wäre er nichts weiter als ein Schreckgespenst. Oh, geben tut's ihn sehr wohl, aber er kraucht wie ein Schatten durch die Wälder. Den fängt so schnell keiner. Aber die Betty vom Schmied weiß was von dem Treiben in den Wäldern. Treiben? Was genau meinst du damit? Absonderlicher Radau. Hexerei. Der Hase trifft sich mit seinen Hexerlehrlingen und sie schmausen auf der Lichtung. Und am Morgen verwandeln sie sich in Raben und zerstreuen sich, sagt sie jedenfalls. Aber fragt sie selbst, wer weiß, was sie da gesehen hat. Oder was sie mit denen getrieben hat. Gut, ich frage sie. Oh mein Gott. Oh. Ich werde hier von Typen zu Typen geschickt. An wem will sich Hase rächen? An wem will sich der Hase rächen? Na, an Jägermeister Nikolas natürlich. Als der Hase verschwunden ist, hat er sich seine Margit und seinen Posten unter den Nagel gerissen. Er hat sich nicht lumpen lassen. Nikolas ist einer, der nicht lange fackelt. Okay, mehr muss ich nicht wissen. Danke. Meine Fresse. Ja, gehen wir zum nächsten. Was ist denn los hier in dieser Stadt? Oh, hier, finde heraus, was Bett die Frau des Schmieds in den Wäldern gesehen hat. Gut, Jan Pfeiffer ist tot.
Ich hoffe, den brauchen wir nie wieder für eine Quest. Das wäre ein bisschen blöd. Okay, wo muss ich hin? Okay, ich muss Richtung Norden. Hier geht's gut, ja? So, Betty. Ich würde gerne mehr über die Wilderer wissen. Ich möchte dich zu den Wilderern befragen. Schieß los. Ich habe gehört, du hast etwas im Wald beobachtet. Angeblich hast du etwas im Wald beobachtet. Stimmt, das hab ich. Und was genau hast du gesehen? Es war nach Einbruch der Dunkelheit. Ich bin hinter der Burg an der Lichtung vorbeigegangen und habe ein Feuer gesehen. Leute haben gesungen und getanzt. Und den Klang einer Pfeife habe ich gehört. An den Geruch von gebratenem Fleisch erinnere ich mich auch noch gut. Ich hatte Angst, es könnte ein Hexenzirkel oder so etwas in der Art sein. Also bin ich schnell wieder weg. Jan der Pfeifer. Okay, der ist zum Glück schon tot. Das heißt, die haben da eine Party gefeiert. Stimmt, das mit dem Bier. Das wurde uns ja erzählt, dass die da ein Bier gekauft haben und gewildert haben und hast du nicht gesehen. Konntest du jemanden erkennen? Konntest du jemanden erkennen? Vielleicht jemanden aus dem Dorf? Nein, wie gesagt, es war dunkel. Hab nur Schatten gesehen, die umhergetanzt sind. Kamen dir die Stimmen bekannt vor? Nein, aber ich habe Weiber lachen, Kelche klirren und eine Pfeife spielen gehört. Klang wie ein Festschmaus. Wo liegt diese Lichtung? Wo liegt diese Lichtung? Nicht weit nördlich der Burg. Es gibt einen Weg am Holzfällerlager vorbei, der dich hinführt. Danke. Ich werde es, glaube ich, bereuen, Jan der Pfeifer getötet zu haben. Was hältst du von dieser Sache mit... Ganz klar. Hanekin Hase ist zurück. Was? Ich habe dich gar nichts gefragt. Du meinst zum gehörnten Ehemann? Denkst du etwa, seine Gattin betrügt ihn? Ich sage bloß, sie könnte den Drang dazu verspüren. Kommt in den besten Familien vor. Was macht dich so sicher, dass der Hase zurück ist? Du bist die Erste, die sich seiner Rückkehr sicher ist. Bisher gab es bloß Gerüchte. Also völlig sicher bin ich mir nicht. Schon möglich, dass es ein anderer Unruhestifter war. Aber von zwei Übeln wählt man besser dasjenige, das man kennt. Und jeder hier kennt den Hasen. Das weicht von dem ab, was du vorher gesagt hast. Da pfeifst du jetzt aber ein anderes Liedchen. Ach ja? Warum willst du überhaupt so viel wissen? Ich helfe Nikolas dabei, diese Wildererbande ausfindig zu machen. Oh, das wusste ich nicht. Tja, jetzt weißt du es. Und auch, dass du mir nichts vorenthalten solltest. Was ist also mit diesem Hasen? Keine Ahnung, was du im Schilde führst, aber ich mach da nicht mit. Schnüffler kann keiner leiden und keiner soll mich für eine Klatschbase halten. Jeder weiß doch, dass du eine Klatschbase bist. Die Leute halten dich doch eh schon für eine... Was? Wie kannst du es wagen? Das ist ja die Höhe. Du mich auch, Betty. Du mich auch. Okay. Oh Gott. Diese Quest macht mich wahnsinnig. Ach, cool. Ja, reiten wir jetzt mal da oben hin. Wird schon schief gehen. So. Hier ist die Lichtung. Die haben hier echt gefeiert, ne? Aber mehr als hinsetzen kann ich mich auch nicht. Moment. Was ist das? Wollten die noch mehr Feuer machen? Das ist doch Schwachsinn. Ich werde hierher geführt, weißt du, und hier ist einfach nichts. Ich kann mich hier hinsetzen. Wunderbar. Toll. Juhu. Was soll ich denn machen? Questlog. Erkunde die Lichtung, auf der sich die Feier zugetragen hat. Ja. Was soll ich denn großartig hier noch erkunden? Hm.
Hier ist doch nicht viel. Ich meine, hier haben Leute gegessen, gut, ja. Die haben hier gefeiert. Das ist genau das, was mir gesagt wurde. Jan der Pfeife war da mit seiner Pfeife und hat die anderen schön belustigt. Während ein anderer die Wildtiere gebracht hat. Aber so wirklich mehr fände ich hier auch nicht heraus. Ja gut, so viel dazu, Freunde. Ich würde sagen, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum. Gucke, ob ich irgendwas Auffälliges finde. Und wenn ich etwas finde, dann gebe ich euch Bescheid, beziehungsweise starte ich einfach die Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.